Dieselbe Kletterpassage nochmal. Dieselbe Kletterpassage nochmal. Und los. Hallo meine Freunde der Elbenkönige und willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Gollum. Ich bin der Drabo, ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann schauen wir doch mal, was sich hinter diesem mysteriösen Nebel verbirgt. Ist es freundlich, diese Lückentür? Ich hoffe es, aber die Wälder dahinter sind es nicht. Bleib bei mir, ohne mich wirst du dich verirren. Okay, das glaube ich sogar. Nach diesen komischen anderen Viechern vorhin glaube ich, dass hier noch alle möglichen Gefahren in diesem Wald lauern, denen wir vielleicht nicht gewachsen sind ohne sie. Schmetterling? Es ist sein Tier. Ich wusste, dass er noch lebt. Naja, zumindest war er nicht bei den anderen mit dabei, die erstarrt waren. Lass mich hier für eine Weile ruhen. Müde ist sie, ja. Müde und schwach. Ja, sicher. Wir können warten. Gollum, halt dich zurück. Noch wird niemand umgebracht hier. Wie gern hätte ich jetzt meine Augen. Oh nein. Wir können ihre Augen sein. Wir beschreiben schöne Gärten für sie. Ja. Dann wird sie sehen. Ja, das wird sie. Oh oh, Gollum. Oh oh. Reißt sich zusammen. Böser Gollum. Lass nicht den Gollum gewinnen, Smeargol. Oh, können wir entscheiden, ob wir sie erwürgen? Oh, nicht jetzt. Keine Zeit zum Rasten. Nicht jetzt. Doch, jetzt. Jetzt. Arme, blinde, einsame Elbin. Wir sind jetzt ihre Augen. Ich bin bereit. Komm, wir gehen jetzt weiter, Mel. Die müssen wir jetzt nicht gleich umbringen. Das können wir noch ein bisschen warten. Die brauchen wir eventuell noch. Den anderen haben wir nicht mehr gebraucht. Kein netter Ort. Ganz und gar nicht. Nicht für uns, nein. Aber die Elbin würde ihn lieben. Lass mich das beurteilen. Scheint der Mond jetzt? Der Mond spioniert uns nach. Sieht nach Regen aus. Der Mond spioniert uns nach. Oh ja. Nee, es sieht nach Regen aus. Wir wollen ja, dass sie weitergeht. Deswegen können wir sie damit vielleicht überreden. Nein, kein netter Mond. Nur dunkle Wolken. Sieht nach Regen aus. Du hast recht. Wir sollten nicht länger warten. Die Vögel scheinen aber ruhig zu sein. Erzähl mir von ihnen. Vögel, ja. Oben in den Bäumen. Die wachen. Immer wachen. Schwarze Vögel, alle still. Drosseln, die Spottlieder singen. Ja. Sagen wir schwarze Vögel, die klingen so ein bisschen nach Mordor und gefährlich. Vielleicht helfen die ja, sie zu überzeugen, weiterzugehen. Schwarze Vögel, sie sitzen nur da und starren. Ganz still. Den Stillen traue ich nicht. Vielleicht sollten wir jetzt gehen. Mel sollte nicht so nah am verfluchten Wasser sein. Ja, ich höre es mich verspotten. Wendel hätte den Fluss nie um Hilfe bitten sollen. Wir sollten uns auf den Weg machen. Ah. Erfolgreich. Smeargol, sie darf noch etwas leben. Dieser Ort ist nicht, wie ich ihn von früher kenne. Komm jetzt. Es gibt viele nette Orte auf der anderen Seite. Warte. Du sprachst von Blumen. Du hast sie nicht beschrieben. Schwertlilien. Früher war die ganze Lichtung davon übersät. Sie müssten jetzt in voller Blüte stehen. Ja, sie sind gelb. Aber nicht sehr nett. Alle verdorrt. Nicht viele. Schwertlilien. Auch nicht mehr schuften, Lilie. Schwertlilien nicht duften. Der Goldrätsel. Wir erinnern uns. Ich erinnere mich. An was erinnerst du dich? Was, wenn... Was, wenn Mel den Rätselmeister gar nicht mehr braucht? Vielleicht ist Rätselmeister weg. Für immer. Ich hörte seine Stimme. Ein Geist vielleicht. Eine Stimme im Wind. Aber Smeargol ist hier.
Zum Glück hat sie jetzt Smeargol getroffen. Wir beschreiben Gärten für sie. Gärten mit Blumen. Sieh, es gab Schwertlilien überall. Gelbe, so wie die hier. Und da lag Deagol und starrte hoch in den Himmel. Jetzt dreht er komplett am Rad. Nichts getan. Du bist verrückt. Er wollte ihn stehlen. Er wollte ihn stehlen, unseren Schatz. Mel muss uns glauben. Sie glaubt uns, ja. Nein. Nein. Mel ist besser mal gegangen. Kann ich voll nachvollziehen. Wenn Gollum da seine 5 Minuten hat, würde ich auch besser abhauen. Man weiß nicht, was am Ende passiert. Das ist viel Nebel. Mel! Oh, sie ist weg. Die Lücke ist weg. Du hast es verdorben. Wir wären frei gewesen. Du bist schwach. Du bist schwach. Du bist schwach. Mel! Sie hört dich nicht. Niemand hört dich. Du bist allein. Geh weg. Die Frage, ob wir sie wirklich hätten umbringen können an der Stelle. Nein. Du warst es. Du hast Deagol getötet. Du hast es getan. Du warst es. Du hast ihn getötet. Lass mich in Ruhe. Du warst es. Du ganz allein. Schon 2 Gollums in seinem Kopf. Du hast ihn erdrosselt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Schatz. 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 Oh oh. Wie kommen wir hier wieder raus? Überall gleich aus. Schatz. Unsere Gollum-Sinne helfen uns da auch nicht. Mein Schatz. Ist das der Weg? Oh, der Weg ins Licht. Das wird immer heller. Komm, Mel ist hier irgendwo. Mel! Mel muss uns retten. Oh, wir sind wieder hier. Das kann nicht die andere Seite sein. Nein, ist es nicht. Oh no. Endlich. Wir haben dir gesagt, du kommst nicht weit. Bitte, Smeargol ist jetzt gut. Unser König hat ein paar Fragen an dich. Und wären ein paar Antworten nicht schön? Oh nein. Ja, der Nebel hat uns wieder zurückgeführt. Ah, nicht gut. Melle sind kommen. Gut für sie. Augen sind Murmeln. Im Dunkeln ohne mich. Huh? Ach, jetzt sind wir in ihrer Kammer. Nein, nichts. Keine Stimmen. Hallo, Smeargol. So brav in letzter Zeit. Wie kann ich dich jetzt ohne schlechtes Gewissen quälen? Haben die Elben sie gefunden? Nein, ich fürchte nicht. Ich glaube nicht, dass es viel Hoffnung gibt, dass sie zurückkommt. Sieh es ein. Sie hat dich benutzt. Und dich dann zurückgelassen. Wir hatten gesagt, bleib von ihr fern. Wie dem auch sei. Naedis hat nach dir gefragt. Sie ist oben bei ihren Laternen. Sei so nett und geh zu ihr. Ja gut, wenn wir sie umgebracht hätten, dann wäre sie nicht entkommen. Am Ende wäre die es hätte sich dahingehend in der Story nichts geändert, weil wir am Ende trotzdem wieder zurückgeblieben wären. Und sie hätten uns erwischt, weil wir wären dann halt wahrscheinlich... Sie hätten sie umgebracht und wären dann halt allein in da reingelaufen. Arm nicht mehr schuften, Iris nicht duften. Nichts kann ich bestaunen ohne dich. In den Nebel wären wir so oder so gelaufen und rausgefunden hätten wir so oder so nicht, von daher...
war das jetzt eigentlich nur Mels Glück, dass wir sie nicht ermordet haben. Ausnahmsweise hat mal Smeargol gesiegt. Manchmal muss man auch Glück haben. Erst einmal ein Ei mitnehmen hier. Die hat echt viele Glockenspiele hier. Die mag Glockenspiele offensichtlich. Na gut, hilft nichts. Ich glaube, wir werden jetzt nach oben gehen und mit den anderen Elben quatschen, die sich bestimmt schon freuen, uns zu sehen und vielleicht ein bisschen sauer sind, dass wir sie rausgelassen haben. Aber natürlich mit ihr. Mit ihrer Hochnäsigkeit. Hallo, nette Elbin, sehr hübsch. In der Tat, es ist Mittsommertag. Wir alle müssen heute Abend schön aussehen. Selbst du. Ich mach dir einen Lorbeerkranz. Ach, du wirst ihn hassen. Ja, sie scheinen irgendwie gar nicht erbost zu sein, dass wir die anderen freigelassen haben oder so. Wobei sie ja zu ihrem eigenen Schutz sie da eingesperrt hatten. Naja, sie werden uns bestimmt noch mehr erzählen zu ihr. Nehme ich mal an. Oder? Was macht sie da? Sie bereitet die Laternen für heute Abend vor. Was ist heute Abend? Heute Abend ist Mittsommernacht. Wir werden alle draußen im Wald sein und feiern. Du vielleicht nicht. Wir werden sehen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wenn der Rätselmeister noch am Leben wäre. Oh, geht das wieder los. Ich wünschte, er wäre es. Wirklich. Aber ich fürchte, das war nur einer von Mels Träumen. Er ist verloren. Und sie jetzt auch. Nette Laternen. Aber zwei davon leuchten nicht. Oh, ja. Die Kinder entführen meine Lichtersteine gerne in den Garten zum Spielen. Willst du mir nicht helfen, sie zu finden? Sie sehen aus wie schimmernde Murmeln. So groß wie deine Augen. Smeargol kann helfen. Ja, ich kann seltsame Lichter finden. Da hat aber jemand heute mal gute Laune. Endlich mal wieder eine schöne Sammelaufgabe zwischendurch. Lange keine mehr davon gehabt. Oh Mann, da lassen sich aber auch nie was Neues einfallen. Oh, grausame Elben, die Mel im Wald zurücklassen, ganz allein. Du wolltest sie umbringen. Sie geht ihren Rätselmeister suchen, das ist sicher. Vielleicht findet Smeargol ihn auch. Mach nicht wieder etwas kaputt. Wir brauchen den Rätselmeister, weil der halt den Nebel da wegmachen kann. Und ohne den Nebel... Psst, leise. Mit dem Nebel kommen wir da nicht raus hier. Oh, gut, gut. Das muss eines ihrer Lichter sein. Vielleicht braucht er nur mehr Zeit. Ich finde wirklich, er bessert sich. Oh, leise. Gestern hat er für Dalvon Muscheln aus dem Fluss gesammelt. Und heute hilft er Neldis mit ihren Lichtern. Die ehrenhaften Taten des Smeargol. Das ist mir gleich, selbst wenn er anfängt, Gedichte zu schreiben. Wenn Freundlichkeit nicht hilft, müssen wir andere Wege finden. Ich muss wissen, was Herr Gandalf erzählt hat. Ein Schwarm Walinge hat in letzter Zeit eure Gärten besucht. Gut, gut. Alles, was hilft. Der Plan gefällt mir nicht. Ich weiß. Uns beigebracht, wie man sich austrickst. Laire, Zwergenbartwurzeln, das braucht es dazu. So, eine goldene Flechte sollen wir auch noch finden. Die anderen Sachen haben wir mal eben vergessen, die wir eigentlich noch als Aufgabe hatten zu holen. Kann ich nur da lang? Warum kann ich wieder zurück? Ich melde bitte wieder zurück. So lassen wir mich zurückgehen. Bitte, Gollum, da oben raus wieder, wo du reingekommen bist. Ah, geht doch. Gerade eben wollte er da nicht raus. Naja, Hauptsache jetzt klappt's. Ah, hier gibt's die auch schon, die schönen Flechten. Laire, gefunden. Sie wollen uns fragen, oder? Wonach? Nach dem Schatz natürlich, dem Schatz. Wir wollen ihn, wir wollen ihn. Wir wollen ihn. Nein, nein, wir hassen ihn. Ich hasse ihn. Das liegt sehr nah beieinander bei ihm manchmal, das Wollen und das Hassen. So, mit Elben sollen wir hier nochmal sprechen. Man kann es nicht sehen, kann es nicht aufstören. Und hier kommt noch ein Rätsel.
Die Lichter der Köchin. Vielleicht haben die Elben sie gesehen. Warum fragst du nicht jemand anderen? Dachse sind sehr gute Zuhörer. Ugh. Nicht nette Elben. Nicht nett. Sei nicht sauer. Wir sind nur sehr beschäftigt. Ah, Sonnenblumenkerne. Sie sind leicht zu tragen und die Eichhörnchen mögen sie auch. Deine Eichhörnchen machen mich langsam ein bisschen neidisch. Ihr seht richtig beschäftigt aus. Natürlich. So, ihr könnt uns jetzt verhören, wir wissen, wie wir dem entkommen können, das sagen wir euch aber nicht. Wie geht es dir, Smeagol? So weit weg von daheim, unter fremden Leuten. Keine Verwandten? Niemanden zum Reden? Du kannst mit uns reden. Wie mit Freunden. Und Freunde vertrauen einander. Ja, Freunde spielen keine garstigen Streiche. Ja, wie dieser Zauberer. Ein sehr trickreicher alter Mann. Aber der König hat ihn durchschaut und weggeschickt. Wir können dich vor solchen Leuten schützen. Aber dazu müssen wir wissen, was er dich gefragt hat. Verstehst du? Erzähl die halbe Geschichte. Vielleicht reicht das ihnen ja. Ich glaube, wenn wir lügen, kriegen sie es eh raus. Fragte nach unserem Geburtstag. Deinem Geburtstag? Und nach Blumen, Schwertlilien aus dem Weidenland, wo Smeagol lebte, als er jung war. Sonst nichts? Wir schwören, gute Elben. Sie sind so, so nette Freunde. Wie du willst. Neldis hat erzählt, du hilfst ihr mit ihren Laternen. Wie aufmerksam von dir. Weißt du, ich habe die Kinder im Garten des Königs mit einer spielen sehen. Oh, ach ja? Ich musste sie aus dem alten Turm verscheuchen. Ich glaube, sie haben das Licht dort oben gelassen. Wir können dich dorthin bringen, wenn du willst. Die helfen es zu finden. Ja, geht ihr mal vor. Wir haben momentan nichts Besseres zu tun. Nette Freunde, ja. Ja, sie gehen voran. Gut, dass Smeagol wird folgen. Ausgezeichnet. Los geht's. Na dann. Wir sind vorbereitet dieses Mal. Oh nee, nicht wieder die Gesichter. Der Friedhof der Elben. Weil unsere Feste nicht für Fremde sind. Und weil dein Atem unsere Sänger stören würde. Das sind nur zwei der Gründe, warum du nicht eingeladen bist. Sprich nicht so laut. Dies ist ein feierlicher Ort. Sehr nett von Ihnen, sehr nett. Vielleicht wollten wir gar nicht eingeladen sein. Eure Partys sind eh doof. Und ihr stinkt. Nach Blüten. Und Bäumen. Und Gras. Dort oben im Turm, wo die Käfer ihr friedliches Lied singen. Dort haben die Kinder das Licht gelassen? Ja, ich glaube schon. Jetzt bist du an der Reihe. Wir werden hier warten. Okay. Ich würde da schon wieder eine neue Falle, aber gut. Wir gehen mal nach oben. Wir werden im Spiel gefühlt eh dauernd ausgetrickst. Das muss man im Spiel lassen. Es hat schon viele Wendungen und Dinge passieren, ohne dass ich da immer unbedingt mit rechne. Also das ist schon ganz gut gemacht. Wo kommen wir hier hoch? Da oben müssen wir auf jeden Fall hoch. Ah, hier können wir hinten raus und dann hier hochklettern irgendwo. War schon schöne Gärten. Also da kann man nichts sagen. Hat der König sich schon was Schönes hier zusammen zimmern lassen. So, ab nach oben. Ah! Jetzt geht's nach oben. Jetzt habe ich verstanden. Alles klar. Nehmen den schnellen Weg nach oben, wobei der schnelle Weg nach oben manchmal auch der noch schnellere Weg nach unten sein kann. Ach, hier sind wir wieder. Hier waren wir auch eh schon mal. Schön. Nochmal dieselbe Kletterpassage nochmal. Dieselbe Kletterpassage nochmal! Und los. Hier rein. Immer falle ich an derselben Stelle runter. Meine Spezialfähigkeit. Was habt ihr so für Spezialfähigkeiten in Spielen? Meine ist auf jeden Fall immer an derselben Stelle runterzufallen. Da bin ich echt richtig gut drinne. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr mal im Spiel verkackt. Siehst du? Genau da, wo der Schwarm ist. Keine Angst, sie stechen nicht. Ja, ja, nette Käfer. Die kann man bestimmt auch essen, die Käfer. So, sind wir schon ganz oben angekommen. Ah ja, da sind wir auch schon. Gefunden. Kannst du uns hören?
Mir ist schwindelig. Jetzt sag uns, was hat der Zauberer dich gefragt? Sie anlügen. Zweig mit Waling auf Elbe werfen. Ah, sie haben uns hier unter Waling-Einfluss wollten setzen. Wir lügen sie an und tun so, als hätten uns die Walinge erwischt. Er hat nach dem Fluss gefragt, wo Smergol lebte, als er jung war. Und nach Großmutter. Sie war sehr streng. Sehr streng. Smergol hat sie angelogen. Viele Male. Er ist nicht stolz. Und was noch? Worüber habt ihr noch gesprochen? Was hast du ihm erzählt? Smergol? Oh, einen Moment. Die Käfer brummen so laut. Was machst du? Nein, warte! Jetzt werdet ihr mit euren eigenen Waffen geschlagen. Erzählt ihr uns doch mal was. Die Elben sind voll drauf jetzt. Und sie sind abgelenkt. Vielleicht wieder eine Möglichkeit für uns zu entkommen? Jetzt stellt's Smergol Fragen. Wo ist Mel? Vielleicht wissen sie's und sagen's uns nicht. Sie müssen es uns sagen. Mel. Meliestel. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist sicher schon tot. Blind und allein. Armes Mädchen. Aber so ungesittet. Ich habe sie nie gemacht. Aber jetzt vermisse ich sie. Der Rätselmeister. Die Elben müssen uns alles sagen, was sie wissen. Gwendol? Gwendol, er kannte Mel sehr gut. Wusstest du das? Jeder wusste es. Es war kein großes Geheimnis. Ah, nun, das erklärt es. Ich habe ihn einmal besucht, Gwendol. Er wusste nicht, dass ich dort war. Er sprach mit seinem Spiegel. Seine übliche Eitelkeit, dachte ich mir. Aber dann hörte ich eine andere Stimme antworten. Von jenseits des Spiegels. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Mel. Sie klang sehr freundlich. Also ging ich, um sie nicht zu stören. Der Spiegel, ja? Der im Gemach des Rätselmeisters. Gute Elben, sie sprechen heute so aufrichtig. Was hast du vor? Smergol wirft jetzt einen Blick in den Spiegel. Und ihr hindert uns hoffentlich nicht daran. Oh! Spiegel, Spiegel! Wir wurden sogar direkt hingebeamt und mussten nicht den ganzen Weg laufen. Ich bin ja schon fast ein bisschen froh. Manchmal gönnt das Spiel dann doch ein bisschen. Dass wir nicht immer die lange Schleichpassage machen mussten, um dann da anzukommen irgendwann. So, ab nach oben. Hier war doch irgendwo der Spiegel, oder nicht? Ah ja, da ging es zum Spiegel. Das war ganz sicher der schnellste Weg hier hoch. Na toll, sehen wir uns selber. Können die die Kerzen ausblasen. Das war ja immer so sein Trick, damit Dinge funktionieren. Vielleicht ist das hier auch so. Ne, sehen wir uns immer noch selber. Haben wir noch irgendwelche Kerzen übersehen? Dann müssten wir nur eine von den beiden Kerzen ausblasen. Haben wir sie wieder angemacht. Gucken wir mal nur eine auszumachen. Vielleicht hat... das Gemälde können wir noch umdrehen. Gesichter. Nein, wir wollen sie weghaben. Ja, anscheinend sehen wir was Neues im Spiegel. Oben ist noch eine Kerze, sehe ich gerade. Oben ist noch irgendwo eine Kerze. Die habe ich gerade noch aus dem Augenwinkel im Spiegel habe ich die gerade noch gesehen. Die noch die müssen wir anmachen. Dann müssen wir die auch ausmachen. Nee, die war im Spiegel, war sie gerade noch an. Oder wir müssen es so machen wie die Kerze. Wir müssen es wahrscheinlich so machen wie im Bild hier. Da ist der Baum nach unten. Und die Kerzen, die obere Kerze ist an. Und die weiter weg Kerze ist auch an. Aber die untere ist nicht an. Jetzt sieht es so aus wie im Spiegel. Jetzt funktioniert es auch. Noch mehr Zimmer. Das ist ein Geheimgang. Er hat ein Bild von ihr gemalt, von Mel. Das ist Mel. Mel mit dunklen Augen. Oh Gott, noch mehr Rätsel wahrscheinlich hier in den Zimmern des Rätselmeisters. Das sieht nach einem Labyrinth aus. Müssen wir auch noch durch ein Labyrinth durch. Das würde ja gerade noch fehlen hier.
Und sonst... Ah, da sind noch... Ah ne, das war bloß die Labyrinthzeichnung, die da... Ah ne, das waren die Notizen, die ich mir gerade angeschaut habe. Was ist mit den Zeichnungen hier noch? Was ist das? Braun oder so? Ich sehe, Gollum, du bist ein bisschen im Weg, ich sehe da nichts. Aber hilft uns, glaube ich, alles nicht weiter. Okay, das war aber... Ah ne, da ist noch Notizen. Genau, das war das da. Ne, dann haben wir hier alles gesehen, was da zu sehen gab. Dann gehen wir mal weiter hier in die Tiefen hinab. Ah, ist das der Brunnen, den wir gerade gesehen haben? Auf jeden Fall ist hier eine seltsame Murmel. Da wir sonst nichts machen können, fassen wir das Ding einfach mal an. Oh, warte, ist das ein Palantir? Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Links oben geht es dann auch schon zum nächsten Video des Projektes. Rechts oben findest du die Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.